So, hallo, wir machen weiter. Bei der Cadence of Hyrule, wir wollten schon sagen Demo, bei dem Cadence of Hyrule DLC, wir spielen jetzt Octavo und was genau das bedeutet, wissen wir noch nicht. Wir sind dabei zu erkunden. Wir haben noch nicht sonderlich viel brauchbares Zeug. Außer ein paar Herzcontainer, die ich mir kaufen konnte, weil ich gestorben bin. Da unten geht's wieder zur Wüste. Wollen wir gleich mal Kakariko machen? Die Wüste machen, dann hätten wir die Krafthandschuhe. Wäre vielleicht schon sinnvoll, ne? Wäre vielleicht schon sinnvoll. Okay, die Rolle hat man noch nicht. So, da ist noch ein Schlüssel drin. Den können wir uns auf jeden Fall auch noch gönnen. So, und das können wir uns jetzt auch noch mitnehmen. Nice! Damit kriege ich die Bosse markiert. Das ist schon mal wichtig. Ist denn einer hier in der Nähe? Der da oben, wissen wir, ne? Den habe ich verhauen. Das Steinviech. Direkt hier nebenan ist einer, aber da komme ich noch nicht. Doch, da komme ich hin. Wen haben wir denn da? Oh, das ist sogar eine große Höhle. Ja, wir probieren mal. Wir gucken mal, was da drin ist. Ach ja, und jetzt haben wir wieder das Kakariko-Team. Wunderschön. Hat auch irgendwas Spezielles für uns. Was hat die Truhe für uns? Da oben ist noch einer. Was ist das? Ah! Die Truhen werden hier angezeigt. Und Herzteile. Herzteile sind natürlich wichtiger. Lass mich in Ruhe. So, dann gehen wir mal hier rein, würde ich sagen. Gespeichert haben wir. Okay, das ist so ein größerer Raum. Oh, meine Schwebestiefel sind nicht mehr schwebend. Das ist jetzt blöd. Jetzt komme ich da nicht ran. Ah, ich muss da aber ran. Habe ich irgendwas dabei, was mich schwebend macht? Nein. Mist. Okay, dann muss ich leider nochmal passen. Sobald ich wieder Schwebestiefel habe, kann ich das machen. Warum laufe ich denn da freiwillig drauf? Bin ich denn dumm? Ist wichtig. Ring können wir mitnehmen. Komm jetzt an den Kollegen ran. Wo ist jetzt noch einer? Ach, da oben. Die Statue. So. Ups. Geld ist immer gut. Ah, dieses Lied. Der Remix. Thank you.
Gott, das ist so gut, dieses Spiel. Ich liebe es einfach. So, da gibt's Schaufel, da gibt's Schaufel. Ist jetzt also nicht so spannend. Gehen wir mal hier rüber. Ah, irgendwo muss ja die Stadt kommen. Sehr gut. Ja. Ja, ja. Will ich. Aber erst will ich hier gucken. Ist nichts Relevantes für mich. Komme ich zu dem hin, ohne was zu kaufen? Ja. Ja, aber du hast nichts Brauchbares. Insofern weiß ich, worauf du stolz bist. Wait, habe ich die Rolle schon? Ach, nehmen wir sie einfach mit. Ist ja egal. So. Das war die Krabbelminengeschichte. Das musste ich ja auch machen, richtig. Am I doing this right? I don't know. Große Bombentasche. Ah, ich fürchte, man hätte mehr als ein Herzteil da bekommen können bei dem anderen. Wenn es hier eine Bombentasche gibt, ist da drüben bestimmt auch die Pfeiltasche oder sowas. Wobei ich die halt eh nicht einsetze. Also nochmal. Es gibt hier sicherlich auch ein Herzteil. Nimm die Truhen mit. Nein, nimm die Truhen mit. Kommt keine Truhe. Was ist das denn? Oh, da ist denn mein Herzteil. Ja, cool. Dann tschüss. Es soll mir recht sein. Ach ja, das war ja hier. Aber dafür muss ich erst das auslösen, ne? Warte, dafür muss ich den hier... Ja. Du bist es, derjenige, der mich in Schlaf versetzt hat. Ach so, gut. Mach dich für eine Abreibung bereit. Aber Moment mal, warum hast du mich denn aufgeweckt? Vielleicht bist du ja gar nicht so abartig, wie du scheinst. Gib mir jetzt die Dinger. Dankeschön. So. Geh dann mal das Herzteil hier mit. So. Ach ja, und hier war das Ding. Da ist nochmal ein Herzteil gewesen. Diese doofe Barriere ist wohl endlich aus dem Weg gegangen. Achso, ja. Okay. Sorry, wenn ich nicht alles so Stück für Stück vorlese. So komme ich daran. Danke dafür. So. Komm auf der Gerudo. In der Wüste sollst du auf einen Engel ausgräbst. Ja, sorry, wenn ich nicht alles vorlese. Ich meine, wir kennen die ganzen Texte im Prinzip teilweise schon. Ich versuche es ein bisschen dann zu lesen, wenn es neu ist. Ja, also wenn es Octavo betrifft. Aber das meiste ist relativ gewöhnliches Zeug. So, die Truhe hier ist nach wie vor nicht relevant. Aber da ist irgendwas drin, in dem Topf ist irgendwas drin. Hä, was ist denn da drin? Ach, Diamanten. Ah, ja, cool. So, und hier
Brauchte ich hier nicht die Dinger für? Weißt schon. Die... Na, sag halt, wie es heißt. Die Zahnräder. Oh nein, die Dinger, ich hasse sie immer noch. Meine Energie jetzt achten. Da ist ein Herz. Da oben ist ein Herz. Ich räume jetzt erst hier die ganze Fläche auf. Ja, da sind die vier Stück, die ich alle aufgraben muss. Ah, dieses Lied. Oh boy. Ah, der sollte machbar sein. Ja, das ist der Schwächere. Aber wenn es so weitergeht, schaffen wir es heute auf jeden Fall noch, in den ersten Dungeon. Also für uns dann der erste Dungeon. Hätte ich nichts dagegen. Oh, ich kann nicht mehr graben. Hä? Ah. Ach so. Ach, weil es eine Glasschaufel war. So, hier sind noch ein paar Gegner, ne? Ja. Dann sollten wir alles aufgeräumt haben. Wo ist jetzt noch einer? Ah, die ist wieder fragil. Will ich nicht. Wo ist denn jetzt noch ein Gegner? Oh, hier. Das war aber immer noch nicht alle. Ach, da oben ist noch einer. Ja, wie komme ich denn da ran? Wer geht auf meine Bombe? Nice. Das war immer noch nicht alles. Ich will nicht graben. Oh, jetzt habe ich wieder irgendwo was liegen lassen. Hey, hier war noch eine Schaufel, ne? Ja. Ah, da ist noch einer. Das war der letzte. Oh mein Gott. So, gehen wir hier rein. Ich glaube, die muss man alle Stück für Stück machen, ne? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas war da. Oh, das wollte ich nicht.
So. Ich komme aber da nicht ran. Da hoch? Will ich da überhaupt hoch? Das wollte ich nicht. Ich komme da nicht ran. Okay. Dann nicht, I guess. Kann er die anderen Räume erstmal mal gucken, ob ich da was Sinnvolleres finde. Ah! Denkst du, du kannst vielleicht dein Schicksal ändern? Wüsstest du nur von den Verstrickungen, aus denen deine Zukunft besteht? Du hast den Eilezauber erhalten. Er wird automatisch R zugewiesen und kann nur von Octavo verwendet werden. Drücke R, damit Octavo konstant unabhängig vom Beat handeln kann. Oh. Unabhängig vom Beat. Das klingt interessant. Probieren wir gleich mal aus. Ja, dann interessiert es echt keinen mehr. Aber jetzt interessiert es wieder jemanden. Okay. Interessant. Doch, ich muss an die Truhe rankommen, weil ich brauche diese Zahnräder noch. Ich bin verwirrt. Aber ich komme doch hier schon rein. Ich brauche die Zahnräder doch gar nicht. Ach. Drei Zahnräder. Ja. Alles klar. Also doch. Aber wie komme ich denn dann hier? Kann ich das Ding mit einer Bombe runtersprengen? Alles klar. Gut, dass ich es probiert habe. War aber auch gut, dass ich es noch weiß. Von meinem ersten Playthrough. So, dann haben wir hier wahrscheinlich das dritte Zahnrad. Ja. Grabsprung. So, dann haben wir doch schon alle drei. Bau das Ding. Ja. Ach so. Ja, hätte ich schon bezahlt, so ist es nicht. Ich hab die Kohle. So. Damals irgendwie gecheased. Ich hab irgendwas in Erinnerung, dass sie da irgendwie Lava runter. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr wie. Ist egal. Wir spielen's richtig. So, erste Dungeon. Und direkt ein Herzteil. Das ist schon mal gut. Stiefel können wir auch mitnehmen. Das nehmen wir auch mit. So, wir haben ja eh genug Rubine. Eine Fackel der Weisheit wäre jetzt wieder geil. Ah, ich habe sogar eine. Ich sehe nämlich, was in den Truhen drin ist. Ups.
Ich möchte wissen, was das für eine Waffe ist, die Octavo hat. Die ist voll gut. Tschüss. Ah, da geht schon wieder raus. Da geht schon raus. Ich will eigentlich noch gar nicht raus. Da ist nämlich noch Diamant, auf jeden Fall. Ah, wollte ich nicht. Hab nicht hingeguckt. Zu meiner Verteidigung. So, das wollte ich auf jeden Fall schon mal holen. Denn hier gibt es ja sowieso den Schlüssel. Und wir hatten ja schon einen dabei. Deswegen kam ich schon zum Endraum sozusagen. Mehr Diamant. Oh, das ist gut. Was? Was macht das? Ich hab's nicht gelesen. Was hat das gemacht? Ich hab's nicht gelesen. Oh, da will ich auf jeden Fall auch nochmal rein. Wo komm ich denn da hin? Ja, da komme ich nicht hin. Das muss von woanders sein. Da war noch... Da ist einfach so nochmal ein Schlüssel. Auch cool. Gut, da haben wir alles gekauft. Ja, wie komme ich an die anderen Räume, Gegner ran? Na, ist egal. Dann lassen wir es einfach. Vielleicht mit einer Bombe. Hier was sprengen? Das sieht nicht so aus. Oh, jetzt habe ich dieses komische Ding gesprengt. Ich hoffe, das war nicht falsch. Oh, jetzt sind die alle frei. Ich weiß ja nicht. Lol. Ah, hat er sich gerade wegteleportiert? Der ist auf jeden Fall weg. Ja, cool. So, was ist hier drin? Okay. Ja gut, ich denke, wir können die Ebene verlassen. Können die Ebene verlassen. Scheiß drauf. So. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn damals genommen? Ich glaube, die Ornifeder habe ich gar nicht so oft eingesetzt, ne? Ich nehme mir mal den Stab erstmal mit. Damit konnte man einen Block genau machen. So, heilen uns mal kurz. Ah, das geht so gar nicht. Das geht so gar nicht. Ja, dann heilen wir uns halt nicht. Dann machen wir halt einfach weiter. Oh, das ist oben. Wie komme ich denn da hin? Hä? Wie komme ich an die Truhe ran? Ach, hier durch. Oh, da brauche ich sogar den Sumaria-Stab. Oder was? Ja, auf jeden Fall war ich hier nützlich.
Okay. Da ist wieder mein Bosskampf. Kriegen wir hin. Dafür gibt es den Schlüssel. Okay. Hat er eigentlich irgendwas Spannendes? Oder nur... Ich kann das ganz rechte nicht erkennen. Das rechte könnte spannend... links wollte ich sagen. Das linke könnte spannend sein. Wait, die billigeren Läden nehmen wir natürlich mit. Ja, so viel dazu. Dann der richtige Bossfight. Da gehen wir noch nicht hin. Da bin ich mir noch etwas unschlüssig. Ich will erstmal zum Shop gehen. Da muss ich hier rum. Ja, da waren wir noch nicht. Oh boy. Da ist ja was los. Das war nicht so gut. Ja, das Herz komme ich nicht ran. Aber da hat was geglitzert. Noch ein Schlüssel. Ah, das sind Bomben oder sowas. Ja, will ich nicht. Okay. I don't care about this stuff. Auch nichts mehr. Okay, dann gehen wir wohl zum Boss. Die Energie gefällt mir halt nicht so ganz, mit der wir zum Boss gehen. Aber was soll's. Ich denke, so krass wird jetzt auch nicht sein. Wir sind ja... Es wird ja schwieriger mit der Zeit. Also, wenn wir mehr schaffen, kommen hier ja krassere Sachen. Das heißt, wir haben jetzt ja nicht die gleichen krassen Sachen zu erwarten, wie damals, als wir das gespielt haben. Das war knapp. Übrigens. Oh shit. Lass mich in Ruhe. Oh, ich hab's verkackt. Das gefällt mir jetzt nicht, weil jetzt muss ich mit der Energie den Raum hier machen. Ich müsste mir hier Energie holen. Wenn ich an das Herzteil rankämen würde, ohne zu choken. Aber ich sehe da auf mich zukommen. Okay, ist jetzt irgendwas Spannendes noch mehr? Ne, hier ist nichts mehr Spannendes. Das heißt aber, wir können es einfach mitnehmen, weil wir haben jetzt einfach die Rubine. Oh, da habe ich zweimal die gleiche Fackel gekauft. Ah, war das jetzt wieder dumm. Und alle Rubine sind weg. Was soll's. Oh, jetzt ist es neu konstruiert hier. Aber das war noch nichts Besseres. Ja, es ist eine komplett neue Ebene. Auch interessant. Hä? Jetzt komme ich an die Hälfte auch gar nicht mehr ran. Der Weg hier oben auf. Meinetwegen.
Nein! Okay, der muss nach oben. Ah, geht nicht. Muss ich warten, der muss eins nach oben. So, jetzt aber. Warum denn nicht gleich so? Warum musste ich da vorher sterben wieder? Ah, es ist dumm. Komm, geh mir die auf den Keks. So. Großer Schlüssel. Und wir sind fertig. Zeit für den Bosskampf. Ich weiß gar nicht mehr, wer das hier war. Vor allem, wie kann jetzt hier ein Bosskampf entstehen? Theoretisch ist doch... Wahrscheinlich bändigt er jetzt erst die Viecher und dann kann er sie später gegen Link einsetzen. Irgendwie so. Wahrscheinlich ist es halt einfach der gleiche Bosskampf. Ja. Oder war das damals auch dieser Ritter? Ich habe keine Ahnung. Ja doch, der kommt mir schon bekannt vor. Für einen Ganon aufzuhalten. Ich weiß noch gar nichts von einem Ganon, aber cool, ja. Ist okay. Das Spiel sagt, es könnte dir helfen, den und den aufzuhalten und ich habe noch nicht mal in der Story kennengelernt. Aber ist okay. Oder ich habe irgendwas nicht geblickt. Das ist wahrscheinlich wahrscheinlicher. So, damit haben wir den ersten Dungeon fertig, haben den Krafthandschuh mitgenommen. Können hier eigentlich aus dem Gebiet raus, oder? Haben wir irgendwelche Bosse übersehen? Da können wir mal noch runter gucken. Aber soweit sieht das okay aus. Da könnte man hin. Da ist ein Miniboss. Mal gucken, ob wir den hinkriegen. Boah, wahrscheinlich komme ich da gar nicht rüber jetzt. Doch, da komme ich rüber. Na dann. Aber herztechnisch sind wir auch schon ganz gut dabei, muss ich sagen. Was? Will ich die Truhe da? Nee. Sonst irgendwas Relevantes hier? Auch eher nee. So, aber hier ist irgendwo ein Bosskampf. Ja, okay, sieht man auch. Wait, da komme ich aber nicht rüber. Alter, diese Verwirrtheit, ne? Ich komme zu dem Bosskampf nicht rüber. Doch, komme ich. Oh. Wait. Haha! Gewusst wie. So, was haben wir hier? Oh, das sieht nach einem Leunen aus. Meistens waren diese großen Dinger Leunen. Kommt hier eine Leune? Im Moment kommt alles Mögliche außer eine Leune. Okay, oder es sind einfach nur viele Gegner, das kann auch sein. Das war die smarteste Idee, die ich je hatte.
So. Kommt überhaupt kein richtiger Miniboss. Ist das der Miniboss? Ja, das war der Miniboss. Bumerang. Okay. Cool. Habe ich aber auch ganz selten eingesetzt im Original. Playthrough. Ach, dieses komische Ding. Das kann mir nix. Achso, ich kann jetzt ja ganz normal mich bewegen. Ja, 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 wir sind hier schon fertig. Cool, ciao. Aber wir haben ein weiteres Item gefunden. Ist ja auch was wert. Ich hoffe halt, es ist es wert, dass wir das alles nochmal spielen. Weil aktuell ist es eigentlich nichts, als hätte ich das Spiel normal nochmal neu gespielt. Ich meine, man merkt, dass es auf Tavo ist. Anhand der Art, wie die Leute mit einem umgehen und so. Das merkt man schon. Aber das war's dann halt auch. Okay. Hier ist der andere Dungeon. Und hier gibt's Stuff. Narr, bei allen Unternehmungen verschwendest du keinen Gedanken an die Gegenwart. Eine Reise besteht nämlich nicht nur aus dem Ziel. Du hast den Feuerballzauber erhalten. Wird automatisch L zugewiesen und kann nur von Octavo verwendet werden. Drücke L, um 3 magische Feuerbälle in Blickrichtung abzufeuern. Yo. Hat aber die Hälfte Magie gebraucht. Uff. Großes Uff. So, aber dann sind wir praktisch für den nächsten Part schon gewappnet und können dann den nächsten Dungeon betreten. Das ist schon mal gut. Ich quatsch jetzt nicht alle an. Es wird immer nur das Gleiche sein. Aber ich kann den Prinzen aufwecken. Wie ging das nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Mist, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Wie ging das? Muss ich einen Pfeil ins Gesicht drücken? Das war nicht, was ich... Wait, habe ich die gerade besiegt? Kann ich die Viecher kaputt machen? War es das? Das interessiert ihn nicht. Oh, na, das passt mir jetzt aber gar nicht. Oh, ich kann die besiegen. Ja, nice. Ah. Habe ich das damals auch so gemacht? Wahrscheinlich ja, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung, ich kriege jedenfalls die Zora-Flossen. Juhu. So, jetzt können wir endlich schwimmen. Und kommen damit auch hier rüber, ohne uns da irgendwelche Zusatzwege, sonst was auszudenken. So, einfach rein da. Und sind dann auch schon im nächsten Dungeon. Um den wir uns beim nächsten Mal direkt kümmern können. Na, das ist doch was. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und sage tschüss.